letztes Jahr um diese Zeit, da habe ich in Immenstadt ein Konzert gehabt und ich glaube, ich habe da in der Pause dann gesagt, dass ich jetzt zum Inhalieren gehen muss, weil der Doktor gesagt hat, ich muss immer so nach einer Stunde inhalieren. Und ja, das habe ich einfach, ich habe das einfach so gesagt und ich habe dann das Konzert fertig gemacht, dann am Abend in Immenstadt und dann bin ich rausgefahren mit dem Bus, der Mischa ist gefahren, ich fahre ja selber nicht, weil ich einfach, wenn ich geraucht habe, nicht Auto fahre, das habe ich mir einfach irgendwann einmal angewöhnt. Und wir sind da dann Richtung Hotel rausgefahren und wir sind gerade 1,5 Kilometer vom Ortsschild Immenstadt entfernt, schaue ich in den Spiegel rein und sehe blaues Licht hinter uns. Und wir sind rechts in den Graben reingefahren und hinter uns fahren 4 Polizeiautos hin mit einem VW-Bus. Ich habe mir gedacht, der Andreas Bader, den haben sie doch schon erwischt. Dann steigen 8 Polizisten aus ihren Autos, rennen um unseren Bus rum, umzingeln den praktisch. Und auf der linken Seite klopft der Einsatzgruppenleiter am Fenster von Mischa. Der Mischa war da gesitzt, hat gar nicht gewusst, was er machen soll. Ich verstehe, der Engelin, der war Deutsch, nichts oder China. Ich sitze hinter Mischa. Und jetzt sage ich euch was. Der Mischa hat das Fenster aufgemacht und der Polizist schaut rein und dann, genau in dem Moment, hätte er mir zeigen können, dass er vor mir Respekt hat. Auch als Polizist. Und ich hätte nichts, kein Wort darüber verloren. Er hätte reinschauen können und sagen können, aha, der Herr Söllner sitzt nicht am Steuer, Sie können weiterfahren. Das war Respekt gewesen. Aber nein, er schaut der Mischa vorbei, sieht mich und sagt zu mir, Sie steigen sofort aus. Ich bin dann ausgestiegen, bin von 4 jungen Beamten sofort in Beschlag genommen worden, Waffen sind entsichert worden. Dann haben sie mich genommen und haben mich so an einem VW-Bus hingelohnt. Und dann haben sie angefangen, dass sie mich 20 Minuten dass sie sexuell belästigen. Meine ganzen erogenen Zonen sind durchgegangen. Von die Ohrweichel über die Nackenhaare runter, an die Brustwarzen vorbei, unter die Achseln, meine Hüften, mein Bauch, meine Hinterbacken haben sie abmassiert und meine Arschritze, da sind sie durchgefahren und dann haben sie meinen Sack nur erwischt irgendwie und meinen Schwanz und dann runter bis zu die Knie und mit den Fingern in die Socken rein und wie sie nicht gemerkt haben, dass ich praktisch nicht aussehe, haben sie mir meine Schuhe ausziehen lassen und haben mir meine Socken praktisch nur abgetastet. Und neben mir steht der Einsatzgruppenleiter und sagt die ganze Zeit zu mir, wo haben Sie es? Dann sage ich, Sie haben es doch schon in der Hand gehabt. Ja. Ich habe ja mein Geschlechtsteil gemeint. Jetzt hat der nur mal zum Suchen angefangen. Sagt er, wo? Ich bin da so am VW-Bus gestanden, habe ich gesagt, darf ich meine Arme aber tun? Nein, hat er gesagt, bleiben Sie so stehen. Reden Sie nicht lang drum rum, hat er gesagt, wo haben Sie es versteckt? Und irgendwann habe ich geglaubt, der meint Warndreieck. Wenn er einen Verbandskasten gemeint hätte, hätte er gesagt, wo haben Sie ihn? Aber er hat aber gesagt, wo haben Sie es? Und ich habe dann gesagt, ich weiß, wir haben es dabei, wirklich wahr. Ich glaube, das ist bei dem Auto sogar serienmäßig. Ihnen wird das Lachen gleich vergehen, hat er gesagt. Wollen Sie mich hier, meinen Sie, wir sind zum Spaß hier? Ja, habe ich gesagt, das habe ich eigentlich schon gemeint. Wo haben Sie es? Sag ich, irgendwo ist es, ich weiß, das ist irgendwo da drin. Ja, dann haben sie alles rausgeräumt. Und wie sie nach einer Dreiviertelstunde nicht fündig geworden sind, habe ich trotzdem nur so stehen bleiben müssen, weil sie noch einen Schäferhund angefordert haben. Einen Warndreieck-Suchhund. Ja. Später hat sich herausgestellt, dass sie Drogen gesucht haben. Habe ich gesagt, das, wenn sie mir gleich gesagt hätten, habe ich gesagt, 1,5 Kilometer haben wir bis zum Hotel. Ich habe gesagt, da stehen wir jetzt seit 1,5 Stunden in der Kette heraus und sage, dabei kann man schon gemütlich beieinander sitzen. Was soll ich machen in so einem Fall? Das musst du gefallen lassen, das ist ja so. Der Schilli hat einen ganz tollen Satz gesagt. Der Schilli, wisst ihr schon. Ein unbescholtener Bürger braucht doch keine Angst zu haben. Jetzt sage ich euch ein Geheimnis. Ich bin ein unbescholtener Bürger. Ich habe noch keine Antenne umgenickt und ich habe noch kein Auto gekratzt. Ich habe noch keine alte Frau überfallen und ich habe noch keine Frau sexuell belästigt. Ich habe meine Kinder noch nie geschlagen. Geschweige denn sexuell, was weiß ich, genötigt oder sonst irgendwas. Ich habe überhaupt noch nichts gemacht, wo man eigentlich sagen kann, damit kommst du dann mit dem Gesetz in Konflikt.
Und der Schilli hat gesagt, ein unbescholtener Bürger braucht doch keine Angst haben. Aber soll ich was sagen? An dem Abend habe ich Angst gehabt. Da habe ich Angst gehabt. Da stehen auch Polizisten um die rum, die sind bewaffnet. Und ich habe überhaupt noch nichts da. Das einzige Vergehen, das ich gemacht habe auf der Welt, ist, dass ich mich dazu bekenne, dass ich ab und zu Hanf rauche. Und wenn sie das nicht verkraften, dann sage ich ihnen einen guten Rat. Verstehst du? Sie sollen verschwinden. Weil ich gehe nicht. Da gibt es dann nur die Claudia, die hat mich angezeigt, ist aus Kempten. Ich darf nicht sagen, dass Irmgard heißt, weil sonst sagen die Leute, ah, bist du die Irmgard? Und dann sagst du, ist das das, was der Söllner über die singt und so? Und dann schauen sie die und darum sage ich Claudia, damit man sie nicht erkennt. Und ich hab dann irgendwie angefangen, so meine eigene Sprache zu entwickeln. Und ich kann halt da über die Claudia reden und kein Mensch weiß, dass die Irmgard meint ist, verstehst du? Und das ist total okay. Und ich sag's auch keinem. Alle meine sexuellen Lieder haben mit der Polizei zu tun, weil mich die zurzeit ziemlich ficken.